Freunde, im heutigen Video mussten wir aus Mr. Stinkys Gefängnis ausbrechen. Und Leute, ich sag nur, das Gefängnis war auf jeden Fall sehr, sehr super. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann schaut das Video einfach bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Freunde, wir sehen hier auf der rechten Seite den kleinen oder auch dicken Mr. Stinky. Und wir sehen hier auch, wir sind in der Zelle und seht ihr das? Leute, lasst mich raus! Oh Mann, wir drücken jetzt einfach mal auf Spielen und ich bin gespannt. Okay, was uns erwarten wird. Oh Freunde, es gibt erstens eine Ego-Perspektive. Also, wir spielen das Ganze in der First Person. Und, Freunde, natürlich die schwere Expertenschwierigkeit. Let's go! Oh mein Gott. Freunde, ich glaube, das wird heute sehr, sehr schwer. Sag mal, was bist du denn für ein sasses Baby hier? Oh Mann, das ist aber wirklich ein Riesenbaby. Na gut, okay. Wo müssen wir hin? Hier drüben? Hä? Hier ist einfach ein Stück Käse. Oh mein Gott, das müssen wir schieben. Na los, oh, weg mit dem Käse und let's go. Lass uns hier aus dem Gefängnis raus. Hä? Moment mal. Wir waren in einer Zelle und die Zelle ist in einer Zelle. Sag mal, Mr. Stinky, was ist das hier für ein süßes Gefängnis? Oh Mann, oh Mann. Und warum ist hier eigentlich so viel Käse? Hä? Was hat es damit auf sich? Okay, warte mal. Das ist, glaube ich, eine Zeitung über den Lehrer Mr. Stinky? Oder warte mal, hä, stimmt, war Mr. Stinky nicht eigentlich ein Lehrer früher und jetzt ist er ein Gefängniswärter? Und wie ist das Mädchen hier rausgekommen? Oh Mann, ich glaube, wir müssen auch mal langsam weitergehen. So, einmal hier nach oben. Und Freunde, wir haben hier noch einen Shop. Den checken wir mal ab. Oh, 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 ein Panzer für 700 Robux und einen Schrumpfstrahler. Uiuiui, ich glaube, wir kaufen uns auf jeden Fall noch etwas davon. Aber erstmal müssen wir ein Stückchen weiterkommen. Oha, okay, wir haben die Zelle hier geöffnet. Dann müssen wir, glaube ich, diesen Knopf hier drücken. So, oh, da vorne ist es auch offen. Oh, oh, aber Mr. Sticky läuft uns hinterher. Oh, nein. Oh, oh, oh. Ah, tja. Oh, oh mein Gott, warte mal, der kommt da durch. Oh, oh, hier schnell nach oben. Ich glaube, nach oben kommt er aber nicht, oder? Ja, du dicker Pupsi. Hier kommst du nicht hoch, ne? Oh Mann, wo müssen wir jetzt hin? Aha, durch den Schacht. Okay, dann wollen wir mal. Oh mein Gott, nein, wir sind runtergefallen. Und dann auch direkt in Mr. Stinkys Arme. Oh Gott, hä? Alter, guckt euch mal an, wie viel Käse da hinten ist. Guckt euch das mal an. Oh, oh, Freunde, was hat das mit dem ganzen Käse zu tun? Das ist ja wirklich sehr, sehr süß, oder, Freunde? Mögt ihr Käse? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, ich liebe Käse, vor allem, wenn er so schön geschmolzen ist. Oh Mann, ich liebe Schmelzkäse. So, oh, und hier haben wir, bah, Schimmelkäse, Stinkekäse. Was ist das hier? Hä? Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Schal oder so. Okay, wir gehen einfach mal weiter hier. Die tanzt hier erstmal eine Runde. Okay, sehr gut. Bohnen! Was ist das denn? Was ist das hier für ein Gefängnis? Auf einmal sind hier Bohnen, Käse. Oh Mann, ey, sind wir in einem Restaurant oder in einem Gefängnis? Alter, guckt euch das mal an. Sein Auge verfolgt mich einfach. Ey, Mr. Stinky, mach mal kein Auge hier. So, wir gehen einfach mal weiter. Was ist das? Okay, wir haben das jetzt aktiviert. Keine Ahnung, was es ist. Oh, oha, die Sprünge sind gar nicht mal so einfach hier in der First-Person-Perspektive. Und sag mal, Felia, wo ist eigentlich dein Lami-Army-Cape? Jeder hat hier das Cape an, genauso wie er hier. Und, warte mal, der guckt mich ja auch so sass an. Alter, das ist ja schon ein bisschen gruselig. So, die hat das Lami-Cape, er hat das Lami-Cape, sehr, sehr gut. Aber die liebe Felia, die hat das leider nicht an. Felia, wo ist dein Lami-Cape? Hä? Da, du hast es nicht an. Oh Mann, vielleicht hat sie es noch gar nicht, Freunde. Dann gebe ich ihr gleich ein paar Bowbucks, damit sie es sich kaufen kann. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon das Lami-Cape habt. Oh, 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 warte mal, sie hat es auch nicht. Sie hat ja voll den Noob-Skin. Moment mal, wie heißt sie? Lino Roblox. Oh Mann, ich muss ihr auf jeden Fall ein paar Bowbucks geben. Sie hat nämlich auf jeden Fall noch keine Bowbucks gehabt, glaube ich. Okay, wir gehen jetzt aber mal weiter. Oh,
mit dem Trampolin. Hä, wie cool ist das denn? Let's go. Okay, die schaffen das natürlich auch alle. Wenn hier jetzt irgendjemand das Trampolin verfehlt, dann sind das wirklich schon echt krasse Noobs. So, warte mal, ist der Junge gerade runtergefallen? Oh mein Gott, ich sag's immer wieder, die Mädchen sind einfach besser in Obbys als die Jungs in der Lamy Army. Oder Freunde, was sagt ihr? Ich muss wirklich sagen, die Mädchen sind irgendwie immer besser in allen Roblox-Spielen in, ja, meinen Videos. So, oha, Moment mal, ich bin in der Zeitung. Ja, Mama, ich hab's geschafft. Und Moment mal, das Baby hier kenne ich doch auch. Die Obby haben wir auch mal gespielt, war das nicht Toby, das Riesenbaby? Leute, dazu habe ich auf jeden Fall auch ein Video gemacht. Das müsst ihr auch alle abchecken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hä? Was ist das denn hier? Grün, blau, rot? Und die sind alle rot? Hä? Was ist das hier? Grün, blau, rot. Müssen wir die alle rot machen? Sonnenbrille wechseln. So. Und dann hier nochmal. Ja, okay, wir haben es geschafft. Wir mussten hier einfach nur die Sonnenbrille von allen Mr. Stinkys rot machen. Ja, eigentlich voll easy, aber echt, echt coole Idee. Das heutige Menü, stinkender Käseeintopf mit stinkenden... Ah, Socken! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein! Oh Mann, den habe ich ja gar nicht gesehen. Na gut, Mr. Stinky, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Oha, was hat der gerade gemacht? So, müssen wir da rein? Ah ne, wir müssen gar nicht in den Eintopf. Warte mal, der will uns in den Eintopf stecken. Wir müssen flüchten hier. Ah, Mr. Stinky, du bekommst uns niemals. Und ciao. Oha. Oha. Wo sind wir denn jetzt hier in Ohio? Warte mal, da hinten sehe ich eine Riesendose Bohnen. Oh mein Gott, das sind Bohnen aus Ohio, glaube ich. So, aha, schönes Cape, schönes Cape, schönes Cape. Und Felia, wo ist dein Cape, Mann? Oh, da rennt die weg. Oha, Moment mal, was ist das hier? Oha, wir haben den Stinkekäse aufgegessen. Alter, wie cool sieht das denn aus? Oh mein Gott. Oha, Freunde, ihr wisst, dass ich solche Stages bei Obbys liebe. Oh mein Gott, hä? Warum hat er mich überholt? Hä, wie kann er schneller als ich sein? Oh mein Gott, ein Riesentrampolin. Oh mein Gott, wie nice ist das bitte gemacht. Diese Stage bekommt von mir eine 10 von 10 stinkender Käse. So, einmal hier durch. Oha, eine Schaufel. Wir müssen buddeln, Freunde. Wir nehmen mal die Schaufel und buddeln. Und buddeln. Und buddeln. Und buddeln. Oha. Okay, wo sind wir jetzt gelandet hier? Keine Ahnung. Oh Mann, Moment mal. Wir wollten uns doch eigentlich noch was kaufen. Das hier hatte ich, glaube ich, noch nie. So ein Pogo-Stick. Okay, 400 Bobucks. Ich kaufe mir das einfach mal für euch, Freunde. Lasst also gerne einen Daumen nach oben da und... Hä? Oh, wir können höher springen. Aber, Freunde, meine Arme sehen jetzt irgendwie ein bisschen sass aus. Irgendwie hüpfen meine Arme ohne mich. So, aber wir können jetzt auf jeden Fall ziemlich weit springen. Und let's go! Ja! Oha, ist das hier die letzte Stage? Hä? Hä, lol? Moment mal. Was geht hier ab? Warum wird der Knopf nicht grün? Moment mal. Finde etwas, um die Druckplatte aktiviert zu halten. Aha, okay, okay, Freunde. Jetzt erklärt sich alles von alleine. Einmal hier drauf. Oh, und das war's schon. Ja, let's go. Okay, wir hüpfen hier weiter mit unserem Pogo-Stick. Yo! Oh Mann, irgendwie sieht das echt komisch aus mit den Armen. Wir lassen das mal lieber. Wir haben jetzt eigentlich nur 400 Bobucks umsonst ausgegeben. Naja, egal. Freunde, wir hüpfen jetzt einfach hier mal auf das Ding drauf. So, weiter. Naja, Freunde. Oh. Oh mein Gott, nicht mein Ernst, ey. Ich bin so schlecht geworden, Freunde. Egal, Freunde, jetzt nehme ich das mit. Ja, und oh mein Gott, das war knapp. Das war sehr knapp. Aber, Freunde, gar kein Problem für die Lamy Salami hier. So, wo war er? Und oh mein Gott, ja, wir haben es geschafft. Und danke an Lino Roblox, dass sie die ganze Zeit auf mich wartet hier. Uiuiui, die bekommt auf jeden Fall als Belohnung ein paar Bobucks. Nein, sie ist runtergefallen. Oh Mann, egal. Wir warten auch auf sie. Komm schon. Hä? Ah, da bist du ja. Okay, sehr gut. Wir warten hier auf die Lamy Army. Wer ist noch am Start? Lino und Kiki. Und die haben beide kein Lamy Army Cape. Oh Mann, die bekommen auf jeden Fall gleich ein paar Bobucks. Nein, sie ist gestorben, genauso wie ich. Na toll. Ja, oh, jetzt vorsichtig. Und, ja, geschafft.
Okay, Freunde. Nächste Dosenbohne. Alter, das ist richtig schwer hier. Okay, weiter geht es. Und jetzt, Leute, kommt. Oh, die trauen sich nicht. Und jetzt geschafft. Komm schon, Lino, ich glaube an dich. Ja, let's go. Okay. Die zwei müssen sich auf jeden Fall die Bobucks verdienen hier für das Lamy Cape. So, deswegen werden wir das Ganze natürlich beobachten, wie die sich hier schlagen im Spiel. So, die Lino hat es geschafft, Kiki auch. Let's go. Und schöne Grüße an Luca. Keine Ahnung, warum da jetzt Luca steht. Naja, wir hüpfen einfach mal weiter. So, und Freunde, ich glaube, hier von diesem Map-Ersteller gibt es noch andere Obbys. Schaut euch das mal an. Mr. Stinkys Haft, wir haben das schon durchgespielt. Entkomme dem bösen Opa, haben wir auch. Hä? Wir haben schon alle Obbys von dem Typen hier gespielt. Also ich muss wirklich sagen, der Typ, der diese Obby hier gemacht hat, ist wirklich ein Meister, oder Freunde? Der macht echt, echt coole Obbys. Also der kann gerne mehr davon machen. Und jetzt rutschen wir erstmal runter. Oha, was ist das hier? So sieht's also in Ohio aus, Freunde. Das ist ein ganz normaler Tag in Ohio. Und ich weiß noch gar nicht, ist das da hinten das Ziel? Freunde, haben wir es geschafft? Wir hüpfen mal hier mit unserem Pogo-Stick voran. So, und ich glaube, Moment mal, erwartet uns da hinten etwa noch ein Kampf? Oh mein Gott, okay, Freunde, da bin ich mal wirklich gespannt. Aber ich weiß nicht so ganz, was ist das hier, hä? Irgendwie so ein Rad oder so? Kampf starten? Moment mal, hä? Was ist das denn? LOL! Moment mal, das habe ich ja auch noch nie gesehen. Hä? Was ist das denn? Warum sieht das so cool aus, ey? So 2D, als wären wir hier in Super Mario oder so. Aber wir müssen hier gegen irgendein Auge kämpfen. Was ist das hier? Auge der super ultimativen Macht und bösen Sachen? Was ist das für ein Losername, ey? Oh, oh. Hä? Was ist das? Oh Gott. Oh nein. Wir müssen das Auge besiegen. Auge, mach kein Auge. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, das ist das Auge von Mr. Stinky. Oh wei. So, wir schießen mal weiter auf das Auge hier drauf. Und komm schon. Ich glaube, wir sollten es jetzt geschafft haben, oder? Noch ein bisschen, Freunde. Wir schießen noch ein bisschen drauf. Und ja, nimm das, du Auge. Ja. Damit hättest du nicht gerechnet. Oha. Wo sind wir hier? Ich kann nicht schwimmen. Oh Mann. Moment mal, Freunde. Wir haben es geschafft. Und ich sehe da hinten auch zwei Kandidaten, die da die ganze Zeit schon auf uns warten. Oh Mann. Okay. Das sind also die Profis hier in der Lamy Army. Der Apfelboy und... Moment mal. Und... das Mädchen. Ich sehe dich nicht. Ah, mit dem Pogo-Stick. So. Und... I am Lamy's Cutie. Das sind die Profis aus der Lamy Army. Aber den größten Profi sehen wir natürlich hier. Ja, Freunde, ich muss wirklich sagen, die Obby war mal wieder eine 10 von 10. Schreibt eure Meinung zu dieser Obby auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und Freunde, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken. Das ist auch mega, mega cool geworden. Und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Also Freunde, abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao.